Ja, nee, ich sehe nichts. Da sind noch Pilze, die nehme ich mit. Wenn wir hier schon mal im Grasland unterwegs sind, ne, dann sind wir so selten, da will ich auch einfach mal ein bisschen Krempel mitnehmen. Könntest das zu essen vertragen, dann sollte ich mir vielleicht was reinschmeißen. Eine Beefy. Ich meine, warum nicht, wa? Irgendwie sehe ich hier nichts. Ich habe mich mal nördlich. War ich bei diesem Spawner? Bei dem Wildschwein-Spawner? Weiß ich nicht, ich laufe da nochmal hin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also ich weiß immer noch nicht natürlich, wie diese Spawner funktionieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das scheißegal ist. Weil selbst wenn der sich resettet, dieser Spawner, dauert das, glaube ich, immer eine ganze Weile. Könnte man eigentlich auch machen, ne? Jeden Wildschwein-Spawner mit einem Portal connecten und dann immer hin und wieder mal sich hin teleporten, aufräumen und dann wieder zurück. Aber natürlich möchte ich das alles vor unserer Haustür haben, ne? Dass wir, oh, wir brauchen Wildschweinfleisch. Kein Problem. Dann zücken wir unser Schlachtermesser, gehen einfach nach unten, also teleportieren uns nach unten, unter unsere Base, weil die ja schwebt. Und da laufen dann Lochse, Wölfe, Wildschweine alle durcheinander rum. Obwohl ich schon überlegt habe, die Lochse sicherheitshalber tatsächlich ein eigenes Gehege zu geben. Damit die nicht zu unserem Holz-Spawner laufen und dann diesen Spawner oben, diesen naturgenerierten Spawner kaputt machen. Weil wenn der einmal kaputt ist, dann ist der weg. Und ich habe keine Lust, den mit einem Cheat wieder herzu hexen, sagen wir mal. Sondern ich will das schon, ne, gerne ohne Cheats alles machen. Deswegen breche ich mir hier auch so einen ab. Und deswegen wäre das echt schade, wenn der Spawner kaputt geht. Ne? Hatte ich ja schon erzählt, weil Lochse neigen dazu, sich sozusagen aufeinander zu stapeln. Und dann drückt der eine den anderen Lochs genau auf die Höhe, dass er einmal zuschlägt und der Spawner kracht ein. Weil Lochse sind dazu ja auch noch stark und machen so ein AOE, also ein die hauen sie auf den Boden und machen Schaden an allem in der Umgebung. Und das wäre wirklich, wirklich ärgerlich. Ja, keine Ahnung. Wo war hier denn der Spawner? Da. Dann laufe ich da mal kurz hin. Hier liegt noch Harz. Warum nicht? Nehmen wir auch mit. Auge. Der Drauge kriegt was aufs Auge. So. Ja, mit deinem Stuff. Da ist der Spawner. Irgendwo. Da. Aber, ne? Keine Wildschweine. Seltsam. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich dauert das so irgendwie nicht wie bei einem Surtling-Spawner, sondern. Also die haben dann ja auch nicht so einen Spawn-Effekt oder so, ne? Einfach so, dann, dass es sich irgendwie resettet und dann nach 2 Tagen oder so wird das dann wieder aufgefüllt. Mit, keine Ahnung, 5 Schweine werden dann da einfach in der Nähe gespawnt oder so. Keine Ahnung. So, laufen wir mal hier lang. Links und rechts immer wieder mal gucken. Ja, pff. Werde ich wahrscheinlich auch alles vorspulen. Aber mal gucken. Also die Passagen, wo ich zum Beispiel so wie jetzt halt was sage oder so, das geht ja noch. Aber das zieht sich halt auch natürlich alles in die Länge, ne? Und das Taming, diese kompletten Taming-Passagen, werde ich wahrscheinlich wie die anderen Folgen auch dann immer mit einem bestimmten Wort oder einer Filmreihe benennen, nach einer Filmreihe. Ich habe ja jetzt zum Beispiel diese ganzen Buddel-Sessions
Falls es euch aufgefallen ist, die haben alle so, heißen irgendwas mit Star Wars, also Stein Wars und dann, keine Ahnung. Genauso wie die, alles was ich am Werkstattrondell gemacht habe, habe ich nach den Harry Potter Teilen benannt. Ein Teil ist noch über, also der letzte Teil sind ja die Heiligtümer des Todes. Da habe ich noch keine Folge für. Also irgendwann werden wir am Werkstattrondell wahrscheinlich nochmal weiterarbeiten und dann wird es natürlich danach benannt. Und dieses Taming würde ich... Ah ja, Eisen habe ich auch. In jeder Folge, in der wir Eisen klatschen, steht in Caps irgendwie ein Wort mit Eisen. Zum Beispiel in der nicht so leisen Halle des Bergkönigs und dann Eisen halt in Caps. Einfach damit man direkt die Folge sieht, den Folgentitel sieht und... Oh, bin ich denn hier? Ich glaube, ganz falsch. Und man schon erkennt, was da drin passiert, ne? Also, dass ihr dann automatisch seht, ah, da ist Eisen in Caps geschrieben und ihr wisst sofort, was wir machen. Und dann, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Oder, ja. Und immer wenn der Bergkönig kommt, steht das ebenfalls im Folgentitel. Irgendwie versteckt. Entweder mit Bergkönig oder Edward Grieg oder was auch immer. Und ich kann die übrigens leider nicht monetarisieren. Ich habe eigentlich gedacht, das klappt, aber geht leider nicht. Aber was soll's, ich werde die trotzdem drin lassen. Und dann habe ich halt einfach diese paar Folgen, die ich nicht monetarisieren kann. Das ist, glaube ich, in Kauf zu nehmen. Schade, ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass das GEMA-frei ist. Ne? Aber pff, dann wohl leider nicht. Hä? Wir sind jetzt gar keine Wildschweine mehr. Was ist denn da los? So, hier wäre nice, weil hier sind wir relativ nah an unserer Base. Na komm schon. Schweinis, wo seid ihr? Hey, hier spawnt einfach nichts mehr. Und hier zum Beispiel frage ich mich, ob es jetzt sinnvoll wäre, sich auszuloggen und nochmal einzuloggen, damit sozusagen hier alles resettet wird. Könnte so sein, oder? Soll ich das mal machen? Ich mache das mal kurz. Ich weiß nicht, ob es einen Einfluss hat, aber ich meine mal in dem Video gesehen zu haben, dass jemand endlich auch ein 2-Sterne, ich glaube 2-Sterne-Wolf gefunden hat und sich entsprechend gefreut hat, weil das ist wirklich schwer zu finden. Aber als er, ja, dann ist er ausgeloggt oder irgendwie das Spiel ist abgestürzt. Er ist wieder hat sich wieder eingeloggt und das Tier war weg. Also ist es ja scheinbar resettet worden. Die Umgebung resettet worden. Ne? Natürlich getamte Tiere nicht. Die bleiben. Oder da, wo du schon angefangen hast, wie unser Wildschwein, was da hinten 2 Sterne hatte. Da haben wir jetzt Beeren hingeworfen und das hat schon einmal was gegessen. Das bedeutet, dass das Taming begonnen hat und damit wird dieses Wildschwein auch bleiben. Also wenn wir jetzt zurückkommen, ne? Also hoffe ich zumindest. Das wäre jetzt echt nervig, wenn das Wildschwein nicht mehr da ist oder irgendwie nicht überlebt hat oder so. Da müssen wir gut aufpassen. Irgendwie ist hier gar nichts mehr. Komm schon. Schweinis, wo seid ihr? Ja, keine Ahnung. Ich sehe nichts. Nicht ein Feind spawnt hier, ne? Hä?
Woran liegt das? Ich meine, es ist doch vor allem auch Nacht. Nachts spawnen doch eigentlich mehr Monster. Warum ist denn hier nicht ein einziges Vieh? Hier sind ja nicht mal irgendwie Gräulinge oder so. Oder habe ich jetzt hier die ganze Zeit alles geklärt? In dem Wald da nicht. Das heißt, er spawnt dann immer wieder Viecher neu und da ist jetzt alles voller Viecher. Ne, weil entweder spawnt es hier oder da hinten. Aber die, die hier sind, töte ich immer. Also früher oder später wird da hinten alles voll sein. Ne? So eine Art verstopfter Spawn. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das war schon verständlich formuliert. Da? Nee. Nee, habe ich mich verguckt. Hier, ein Feind. Du wirst erstmal direkt abgeschlachtet. Nischt. Gar nichts. Ich sollte mal wieder ein bisschen weiter zwischen Norden und Süden hin und her laufen, oder? Ich hatte das Gefühl, dass da doch mehr gespawnt ist. Ich finde diese Eichen so nice. Einfach weil die so richtig fett sind und riesig. Mag ich sehr gern. Eichen kann man aber leider nicht selber bauen, ne? Das wäre natürlich auch cool. Oder droppen die Eicheln, die man dann einpflanzen kann. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Man kann Birken, Fichten und Tannen anbauen, glaube ich. Ist auch nichts. Ich laufe einfach mal wieder so zur Küste. Unsere gewohnte Strecke. Dahin ist unser Portal. Voll geil mit diesem orangenen Schimmer da am Meer, oder? Sieht voll geil aus. Ein Hirsch. Na komm. So. Warum habe ich das nicht mitgenommen gerade? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich nicht nah genug dran. Hä, das gibt's doch nicht. Ich habe hier nicht ein Wildschwein gesehen. Komm schon. Ich laufe mal richtig weit nach Süden. Einfach damit hier mal wieder ein bisschen neu gespawnt wird. Oh, das Dorf. Vorsicht. So, hier lang. This way. Die könnten natürlich auch für einiges. Aha. Ein Schwein. Hallo, ein Schwein. Ich wette, ihr kennt das, oder? Ich meine, wir kennen Cody nicht. Aber kennt ihr auch die Avenger? Avenger-Verarsche von ihr? Großartig. Diese Frau, ey. Die kommt aber auch echt immer auf Sachen, ne? Das ist unfassbar. Hier sieht es auch sehr schweinlos aus. Da sind wieder diese niedlichen Echsen. Nixen. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie ist gerade Flaute, was Wildschweine angeht. Ich mach mal hier südlich. Und mach dann so einen Bogen, gehe dann da unten wieder zur Küste und dann am Küstenstreifen zurück. Ich laufe einfach quasi großzügig im Kreis sozusagen, um möglichst viel des Graslandes sozusagen abzugrasen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee. Das gibt's ja gar nicht.
Warum sind denn hier so gut wie gar keine Feinde? Spawnet. So spawnet doch, bitte. Ich sehe aber auch kaum was echt in dieser Dunkelheit, ne? Aber was soll's. So, gehen wir mal hier auf den Hügel. Nee, ich sehe nichts. Da auch nicht. Na gut. Ich gehe mal hier so weiter hin. Ah, es ist wieder Tag. Sehr gut. Also für unsere Helligkeit auf jeden Fall. Unsere Sehvermögen ist das praktisch. Ich gehe mal hier noch mal ein Stück. Hier haben wir noch gar nicht erkundet, ne? Das ist auch alles noch Grasland. Ja, tatsächlich. Das ist ja geil. Das ist ein Mini-Bergbiom. Nur dieser eine hier. Das ist ein Mini-Gebirge. Gebirge vor allem. Ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein Berg. Ah, doch nicht. Hier geht's noch weiter. Aber das erkunde ich mal kurz. Das finde ich ja faszinierend. Da ist auch noch ein Gebirge. Hat was. Irgendwie. Mag ich. Hirsch. Nix. Ja, hier ist dunkler Wald. Das interessiert mich eher weniger. Ich mach mal, geh mal hier zwischen die Grenze, damit auf der Minimap das ein bisschen eindeutiger ist, was hier ist. Damit ich auf der Karte sehen kann, wie es hier aussieht. Beispiel so ein bisschen. Und dann hier wieder lang und zurück ins Grasland. Dann an der Küste. Ne, ich ziehe hier, ihr seht das auf meiner Minimap. Ich orientiere mich einfach daran, dass ich jetzt zum Beispiel so, und jetzt gehe ich den Bogen da links. Also hier so ein bisschen nach links, damit ich alles, was da unerkundet ist, mitnehmen. Ja, und hier beginnt dann auch wieder das Grasland. Sieht man auf der Minimap. Hier so. Mhm. Und hier ist dann noch ein Gebirge. Da laufe ich auch mal kurz hin, damit ich das sehe. Den Bären mitnehmen. So zum Beispiel. Oh, geil, oder? Ich liebe das mit diesen Lichtstrahlen. Sieht doch so cool aus, ey. Ich liebe es auch, wenn das in echt, also in echt passiert. Zum Beispiel, ich kenne doch so einen Wolkenbruch. Also wenn so die Wolken aufbrechen und da so die Sonne durchscheint. Ich finde, das sieht so hammer aus. Sieht so richtig mächtig aus. So, weiß ich nicht. Hält da gerade Rafiki Simba hoch oder was ist da los? ja, hier mal lang. Was ist das denn? Baumstamm einfach nur, ne? Ja. Hier ist auch noch alles Grasland. Ah, hier sind wir. Mhm. Das heißt, das geht wahrscheinlich hier so rum. Der Fluss schlängelt sich dann hier irgendwie durch. Gehe ich mal von aus. Da sind noch Himbeeren, die ich mitnehme. Da ist ein Wildschwein. Sehr gut. Aber das sieht schon... Ich gucke mal auf die Hauer. Weil, ihr habt ja gesehen, die zwei Sterne Wildschweine haben immer so tausende Hauer. Und der sieht aus wie normal. Der hat nur zwei Hauer. Aber wir wollen natürlich trotzdem sein Essen. Nicht sein Essen, aber sein Fleisch. Zum Essen. So. Soll ich hier mal kurz... Weißt du was? Wenn wir hier schon so direkt an dem Gebirge sind, ich guck mal kurz nach, ob wir da nicht vielleicht eine Hütte finden oder ein Haus, wo wir dann mal nachgucken könnten, ob da Zwiebelsamen drin sind. Das würde mich sehr freuen. Hätten wir das nämlich auch gleich abgefrühstückt, weil ich will jetzt nicht unbedingt eine extra Reise für Zwiebeln machen, ne? Das da hinten, ist das ein Gebäude? Nee, ne? Sieht nur so aus. Hier ist ein Haus.
Geht da ab. Ein Drache. Ah, der sieht mich nicht. Sehr gut. War ich hier schon? Nee, war ich noch nicht. Stimmt, kann ich ja gar nicht gewesen sein. Auf der Map ist es ja alles unerkundet. Ich kann hier noch gar nicht gewesen sein. Moment. Oh. Da ist ein Drache. Dann bereite ich mal meinen Bogen vor und ich esse mal hier die Lox-Pastete. Auch das Gebirge ist ein sehr gefährlicher Ort. Das ist ja das quasi vorletzte Gebiet. Das letzte sind die Ebenen, aber kann ich das mitnehmen? Nee, ne? Shit. Shit, 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 shit. Ausdauer. Jetzt. So, und gib mir deine Drüsen. Gefrorene Drüse. Ah, ich kann das sowieso nicht mitnehmen. Ich müsste das hier lassen. Wildschwein-Ding, Alter. Aber das markiere ich mir, weil die respawnen, die Nester. Oh oh. Drachenei. Wo ist er denn? Da. Eins und zwei. Na, kriege ich seine Drüse? Das wäre nett. Ja, hier unten. Sehr gut. Ich wollte ja eigentlich nur noch Zwiebeln gucken. Ich würde aber gerne mal ein Ei mitnehmen. Ich glaube aber, die wiegen zu viel, ne? Ein einzelnes Ei wiegt schon so unfassbar viel. Ja, Gewicht 200, Alter. Aber gut, okay, dann... Weil ich will das gerne bei uns in die Truhe packen. Damit dieser leere Platz da weg ist. Und darüber hinaus will ich einfach nur Zwiebelsamen finden. Einmal kurz. Kurz gucken. Ob hier noch irgendwo eine... Hütte ist. Oder ein Haus oder eine Burg oder ein Turm oder was auch immer. Ist mir völlig egal. Hauptsache irgendwas, wo Kisten sind. Ja, hier hätte man doch bestimmt eine gute Aussicht auf alles. Sieht aber nicht so aus. Ja, man sieht jetzt nicht, ob dahinter vielleicht was ist. Ich gehe mal kurz runter, auch für die Map, damit wir das erkundet haben. Alles klar, Alter, laufe ich einfach mal ein bisschen diagonal. Was soll denn das? Na, keine Hütte, kein Haus. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien, na super. Aber man sieht da schon die Grenze, also oben in der Minimap, dass hier das Gebirge endet. Das heißt, ich laufe hier mal an der Grenze entlang. Dass wir einmal um das ganze Gebirge rum sind. Dieses hier, das haben wir eben gerade gesehen. Hier ist auch nochmal ein dickes Ding, ne? Schöne Landschaft, also schönen Seed, den wir hier haben. Der Seed ist übrigens abgefahren. Falls ihr den auch haben wollt. habe ich Ewigkeiten gesucht. Und das hier ist tatsächlich eine sehr hübsche Variante, die wir gewählt haben. Pilz mitnehmen. So, jetzt sind wir dunkel im Wald. Das heißt, der Schnee müsste kurz aufhören. Ja. Und wenn wir jetzt zurück zum Gebirge gehen, wird es wieder anfangen. Schnauze. Und ebenfalls. Was ist denn hier los? Ist da irgendwas? Ja, hier ist so ein Ding. Oh. Ja gut, dann ihr kümmert euch umeinander, dann macht das. So, hier lang. Hier hoch. Hab ja immer noch die Hoffnung, dass wir tatsächlich fündig werden in diesem Gebirge, aber sieht schon wieder so aus, als ob da tote Hose wäre. Ja, naja, gut.
What should it, war? What should it? Da auch nichts. Ich gehe mal wieder nach oben. Einfach, damit ich halt alles da sehen kann. Ja, oh, dieser Schnee, verdammt. Das ist ein Stein, ne? Schade. Oh! Gefährlich, gefährlich. Wölfe sind nicht zu unterschätzen. Nehme ich deren Stuff mit. Scheiß auf Harz und Gedärme. Das da ist wertvoller. Scheiß auf diese Trophäen, ganz ehrlich. Dann nehme ich lieber Zähne mit. Oder? Nehme ich Zähne mit oder Innereien? Keine Ahnung. Könnten auf jeden Fall uns mal wieder zurückporten allmählich. Hier will ich noch mal kurz gucken. Da noch irgendwelche Gebäude sind. So, irgendwie hier so runter gucken. Ah, man sieht nichts wegen Schnee, ne? Schade. Das heißt, ich muss tatsächlich zu Fuß dorthin gehen. Aber ich glaube, die sind, wenn dann, sowieso weiter oben, ne? Also ich habe so Häuser tatsächlich noch nie auf einer unteren Ebene gesehen, sondern immer hier auf so einer Höhe. Ah, den Drachen, den umgehe ich mal. Hier sehe ich nichts. Da gehe ich mal lang. Hat er mich gesehen? Ja. Gut. Wo ist er? Da. So. Gib mir deinen Loot. Müsste irgendwo hier oben liegen. Es sei denn, der ist jetzt runtergefallen. Das kann natürlich auch sein. Na, ach, komm schon. Da ist sie. Die nehmen wir mit. Einfach weil sie so selten ist. Aber ich glaube, da kann man sich sowieso nur Eiscreme draus machen. Ich glaube, ansonsten gibt es dafür noch keine Verwendung, oder? Wird es bestimmt irgendwann geben. Zum Beispiel so, dass du dir so Frostwaffen machen kannst oder sowas. Es gibt ja schon diesen Frost, ne? Aber den kann man sich ja momentan nur kaufen. Wildschweine. Ein Stern. Schade. Oh Mann. Die armen Viechers. Okay. Hirsche. Noch ein Wildschwein. Na komm. So, dann nehme ich dein Stuff auch gleich noch mit. So. Dann, ja, das Gebirge haben wir jetzt eigentlich alles abgefrühstückt. Ich gehe nochmal hier an der Grenze entlang. Einfach damit wir die komplett kartografiert haben.